Jo Leute, hier ist wieder James, aka Chris, mit einer neuen Folge aus unserer Let's Play-Reihe Communio 2017-2018. Wir spielen eine komplette Saison und ich zeige euch, welche Entscheidungen ich treffe. Und wir sind bei Folge, ich glaube 125 müsste es richtigerweise sein, oder 126. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ist die Folge quasi nach dem 9. Spieltag. Und ich möchte euch über das Wochenende kurz informieren, was so gelaufen ist, wie viele Punkte wir erreicht haben. Was in den kommenden Tagen und Wochen in Aussicht steht und natürlich ganz allgemein über Fußball quatschen. Und wir fangen erstmal an mit dem Wochenende. Wie war es bei mir ungefähr? Aber zuvor ganz kurz nochmal der Hinweis: Alle Leute, die auch betroffen waren, das ist natürlich böse. Es war der Samstag, da waren Hacker unterwegs, die, glaube ich, freitags schon einige Accounts übernommen haben, ganze Communities gelöscht haben. Das war sozusagen der Samstag, wo keiner sich einloggen konnte und auch nichts an Tippspielen korrigieren konnte. Das war ein bisschen ärgerlich für viele, auch bei uns in der Community. Konnte sich keiner einloggen. Es war keiner von den Accounts betroffen, aber zumindest einloggen ging bei uns auch nicht. Das heißt, man konnte da nicht so nachjustieren, wenn der Freitag jetzt nicht so pralle war vom Spiel. Das war, glaube ich, Schalke gegen Mainz. Und ja, ansonsten gucken wir mal ganz kurz auf die Punkteberechnung von diesem Wochenende. Da sind wir Dritter geworden, glaube ich, meine ich, mit 30 Punkten. Ja, ich meine, mich richtig zu erinnern, genau. Und wir konnten also ein bisschen Punkte gut machen auf den Erstplatzierten mit 12 Punkten. Auf den Zweiten haben wir 5 verloren. Aber alles in allem, denke ich, können wir zufrieden sein. Wir müssen bedenken, wir haben nur mit 7 Leuten hantiert an diesem Wochenende. Wir werden es jetzt wahrscheinlich auf 8 bringen. Mal gucken, ob wir noch einen Transfer hinbekommen, aber 210 Punkte ist okay. Wir haben uns jetzt ein bisschen stabilisiert in den letzten 2 Wochen, das heißt hier mal 30 und da waren es auch 31. Das ist okay, es reicht aber nicht, um ganz vorne anzugreifen. Da fehlt uns einfach noch die Konstanz und wenn man dann Sokratis noch oben drauf rechnet, dann wären wir schon wieder ein Stück weit ran, aber so ist es nun mal nicht. Es ist kein Wunschkonzert, aber dafür ist das Konto gut gedeckt, weil wir ja Donis verkauft haben. Ihr erinnert euch sicherlich noch. So, dann habe ich gestern war es, weil ich ja Donis abgegeben habe, mir für das kommende Spiel oder für den kommenden Spieltag ein Spieler fehlt und ich keinen weiteren Abwehrspieler hinzukaufen konnte, habe ich mich dann für frei entschieden. Das ist ein Leverkusener für 170.000, der einfach nur die Lücke füllt. Denn besser die Lücke füllen mit einem Spieler, der nicht spielt, als minus 4 kassieren. Und das ist quasi der Plan gewesen. Ja, das sind die 11 Spieler, die zu den besten Punktenspielern zählen an diesem Wochenende. Und da haben wir leider keinen dabei, ist aber nicht schlimm. Man muss ja nicht immer im Rampenlicht stehen mit seinen Spielern, aber ja, ist natürlich schade, dass keiner von uns es geschafft hat in die Mannschaft. So, die Tabelle habe ich euch gezeigt, die News sind gecheckt. Ganz kurz das Aufstellungsbild für den kommenden Spieltag. Also, wir haben jetzt dann ein 4-4-2 quasi im Moment. Dann mit frei. Ich speichere das jetzt schon mal. Ich hoffe, dass ich bis zum Wochenende dann mein Geld quasi investieren kann. Was noch aussteht, weil wo wir noch ein bisschen was reinkriegen könnten, ist das Tippspiel. Das ist mal wieder nicht berechnet. Keine Ahnung, wann das erfolgt, aber der 9. Spieltag waren für mich 6 Punkte und ihr erinnert euch an das Spiel. Das habe ich ganz kurz vor knapp noch geändert. Also wir wären eigentlich bei 9 geblieben. Ist leider dann dadurch in die Binsen gegangen. Aber 6 Punkte ist besser als gar nichts. Ich weiß leider nicht, wie das bei den anderen aussieht. Aber es könnte theoretisch für den ersten oder zweiten Platz reichen. Das heißt also nochmal 500.000 drauf. Die könnten wir dann mit ausgeben noch fürs Wochenende. So, dann für Freitag ist dann das Spiel Mainz gegen Frankfurt angesetzt, wo wir Hasebe wieder im Einsatz haben, der mich auch nicht überzeugt. Der hat letztes Jahr einfach vor seiner Verletzung eine herausragende Saison gespielt, hat den Part in der Innenverteidigung immer dann gemacht, wenn es um den Spielaufbau geht, hat das super gemacht, meiner Meinung nach. Kommt aber dieses Jahr überhaupt nicht zur Geltung, leider. Das ist ähnlich wie bei Zuber, der von dem subjektiven Empfinden letztes Jahr herausragend war, von den objektiven Empfindungen her, beziehungsweise es sind ja dann keine Empfindungen, sondern statistische Werte, ist das nicht so effektiv. Deswegen tut der Hasebe-Transfer deswegen weh, weil der ja, gar nicht effektiv punkten kann für uns und auch in diesem Spiel. Da kann ich nichts erwarten. Also der ist weder bei den Standards, das war ja früher auch der Fall, dass er die Elfmeter sogar geschossen hat in der letzten Saison teilweise. Da ist er raus. Er ist in der Innenverteidigung zwar gesetzt, aber gar nicht mehr so in diesen Ballbesitzfußball, den die
teilweise gegen einige Mannschaften der Bundesliga spielen konnten, zelebriert haben. Und da war der einfach sowas wie der Vogt aus Hoffenheim, war der Hasebe in Frankfurt, er hat da eine Führungsrolle übernommen. Die kommt einfach nicht zur Geltung, das ist schade und wird für uns dann auch punktetechnisch nicht honoriert. Dann muss man sagen, Raphael ist nach seinem Doppelpack in dem einen Spiel alles andere als gut drauf. Ist auch so ein bisschen, ich glaube, intern, was die Trainermeinung anbelangt, auch so ein bisschen in der Kritik. Da müsste eigentlich deutlich mehr kommen. Aber der punktet dieses Wochenende. Immerhin noch 2 oder 4 Punkte kriege ich für den Spieler. Und wenn man dann 5-1 verliert, tja, dann ist das immerhin noch gut. Könnte natürlich besser sein. So, Hoffenheim hatten wir ja abgegeben. Hübner und Zuber sind dann nun noch bei Baumann, der auch 8 Punkte geholt hat dieses Wochenende. Und ansonsten, ja, gehen wir dann noch in gegebener Stelle noch drauf ein. Aber auf das Topspiel muss ich natürlich hinweisen. Wir haben da tendenziell, wir müssen das in Anführungszeichen schreiben, weil diese Woche ist hart. Die treffen ja zweimal aufeinander. Wir haben also die Gefahr hin, dass meine Spieler schon im DFB-Pokal im Einsatz sind. Das heißt, Werner, Sabitzer, Thiago könnten in diesem Spiel alle schon in dieser Woche zum Einsatz kommen und dann fürs Wochenende geschont werden oder alle werden sich verausgaben, ich weiß es nicht. Aber bisher würde mir mein Bauchgefühl recht geben und am Ende werde ich auf jeden Fall wieder mal der Leidtragende sein aus dieser ganzen Situation, dass alle wieder im Pokal spielen und in der Liga dann komplett außen vor gelassen werden. Das erwarte ich mal wieder fürs Wochenende. Das heißt, dann hätten wir wieder ganz wenig Spieler und können wieder nicht rankommen. Aber wir haben ja mit einem Rückkehrer dann zumindest ein kleines Potenzial. Sokrates kommt zurück und hat was wieder gut zu machen, auch auf meiner Liste. Muss er dann ordentlich punkten, weil der hat bisher jedes Spiel gepunktet, außer in dem, das er für mich gemacht hat. So, dann gucken wir noch ganz schnell auf den Transfermarkt. Ich habe heute Morgen schon geboten. Das würde die Lücke nur ansatzweise füllen. Also, die Konkurrenz verkauft Weigel, unter anderem Medojevic. Ich kann mir vorstellen, dass es auf den James-Transfer hinausläuft, weil zu viele Dortmunder in seinen Reihen sind. Würde Sinn machen, aber ich weiß nicht, ob ich persönlich mit dem James zufrieden wäre. Da muss man jetzt sehen, ob er unter Heikes vielleicht wieder noch eine ganz neue Rolle spielt oder nicht. Aber an und für sich sind 8 Millionen da ein bisschen waghalsig angesetzt, meiner Meinung nach. So, Weigel war, glaube ich, verletzt. Ich habe das Spiel von Hoffenheim leider nicht gesehen. Ob der gespielt hat, glaube ich aber nicht. Wenn da steht muskuläre Probleme, dann wohl nicht eingesetzt. Das ist richtig. Gegen Gladbach könnte das wieder der Fall sein. Und gegen Gladbach ist ja im Moment auch leicht, Tore zu schießen. Und Gegenpunkte kriegen ja die Gladbacher Innenverteidiger auch nicht, so wie ich das gesehen habe. Hat sogar ein Ginter, der an, ich meine, 3, 4 Toren mit beteiligt war, weil er einfach auch zu weit weg war, immerhin noch 4 Punkte bekommen. Das ist fragwürdig, aber ist leider so. Und wenn man dann im Vergleich dann einen Hasebe sieht, der auch zweimal im Zweikampf war und dann kommt zum Tor, kriegt dann -2. Das ist dann halt der Bonus für manche Spieler und der Malus für andere. So, kommen wir dann zu Younes Mali. Warum kaufe ich den? Nicht, weil das der Überspieler ist. Ich finde den gut, ja. Aber der hat -2 Punkte statistisch gesehen. Der spielt bei Wolfsburg. Das ist alles andere als souverän. So. Und dann hat er keinen Stammplatz, dann wird er mal eingewechselt, dann kommt er rein, wenn es schlecht läuft. Das sind alles Kriterien, wo man sagen müsste, pff, lass lieber die Finger davon. Aber im Moment ist nichts anderes da. Deswegen, ich könnte natürlich auch Katscha holen, dann hätte ich noch einen. Ich müsste eigentlich gar keinen holen. Ich könnte ja 4-4-2 spielen, aber Leute, ich brauche auch irgendwann mal ein paar Spieler, die mal spielen, ne? Es geht ja nicht, dass man jetzt auf diesen 3 Millionen sitzen bleibt und die irgendwie eingefroren mit in die Rückrunde nimmt, sondern wir müssen natürlich versuchen, das Optimale rauszuholen. Wenn ich dann Mali sehe, 2,6, das ist eigentlich ein stabiler Wert. Also der war mal bei 3,9, dann war er mal bei 2,8 und jetzt ist er bei 2,6. Und wenn es weiterhin schlecht läuft, dann hat er auch nur noch 2. Das kann alles passieren, aber man sehe hin, selbst wenn er mal spielt, macht er eigentlich 2, im schlimmsten Fall -2 Punkte. Und lass es einmal nur gut laufen, dann sind da natürlich Punkte drin. Und ja, da werden wir, glaube ich, zuschlagen. Das passt so ein bisschen ins Bild. Wir können uns keinen Hochkaräter leisten. Wir können aber zumindest die 3,1 Millionen, die wir haben, die wollen wir nicht einfrieren lassen, sondern die wollen wir zumindest für dieses Wochenende ausgeben. Das kann natürlich wieder nach hinten losgehen, aber Leute, no risk, no fun. Wenn ich jetzt
Weiß ich nicht. Nur sechs Dortmunder und zwei Bayern aufstelle. Ja gut, dann weiß ich genau, am Wochenende kommen dabei Punkte rum. Die Situation ist leider nicht gegeben. Deswegen muss man ein bisschen Risiko gehen. Wir können den Weigel nicht uptraden. Und selbst wenn, ist auch dieses Bild im Moment gar nicht so, so toll, wie es eigentlich scheint. Also hier sind 20 Punkte, liebe Leute. Aber jetzt schaut mal hin. Der kam wieder und hat jetzt mittlerweile auch schon 1, 2, 3, 4, 5 Spiele gemacht und zieht mal das Türchen ab. Dann sind wir auch nur noch bei 6 Punkten. Also, da weiß ich nicht, ne? Das ist im Moment auch noch nicht. Also klar, der hat noch keine Routine, der ist noch nicht hundertprozentig fit, aber ist auch noch nicht auf dem Niveau angelangt, wo er mal war. Und deswegen ist das natürlich ein Zeichen. Da würde ich auch sagen, verkaufen macht Sinn. Ob ich dafür noch James holen würde, steht dann auf einem anderen Blatt, weiß ich nicht hundertprozentig. Wir versuchen uns an Mali. Wir sind natürlich nicht gezwungen. Deswegen gebe ich auch nicht Vollgas oder so, sondern wirklich minimal. Den minimalen Betrag. Und sollte das nicht klappen, dann klappt es halt nicht. Dann kann ich einen anderen Tag oder einen Tag warten. Dann kommt vielleicht ein ganz anderer Spieler bei rum und alles ist gut. Ja, das war's eigentlich mit dem Prozedere und dem Spiel, mit der Spieltagsbesprechung. Ich denke, wir haben ordentlich aufholen können. Also 12 Punkte ist ordentlich, weil wir immerhin mit wenig Leuten gespielt haben. Ne? Also Sokrates war nicht dabei, Thiago wurde nur eingewechselt. Werner auch früh ausgewechselt. Raphael brauchen wir gar nichts zu sagen, was da bei Gladbach los war. Und ohne Sabitzer-Türchen wäre es natürlich auch schlecht für uns insgesamt gewesen. Und Baumann, der auch noch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber es kann ja nicht immer alles schlecht laufen. Deswegen, ja, das ist natürlich keine Mannschaft, mit der man Meister wird am Ende der Saison. Wir brauchen jetzt die Punkte von Sokratis. Da sind wir fest drauf angewiesen. Und diese drei Kollegen dürften hoffentlich sich nicht verausgaben in dem DFB-Pokalspiel und dann am Wochenende für mich mal ein gutes Spiel abliefern. Dann haben wir wieder Chancen anzugreifen und dann vielleicht mit dem Younous Mali-Transfer ja, haben wir vielleicht wieder sogar einen guten Trade gemacht und wären dann wieder einen Schritt weiter Richtung Platz 2 unterwegs. Das werden wir dann am Wochenende checken. Ich denke, diese Woche maximal noch ein Video bis zum Freitag, um zu gucken. Also wenn ich ihn morgen bekomme, dann werde ich das kurz nochmal, glaube ich, besprechen mit euch. Wenn ich ihn nicht bekomme, dann werde ich das mit euch Freitag besprechen. Aber ansonsten dann wie gewohnt, setzt bitte eure Spieler drauf, die im DFB-Pokal im Einsatz sind. Das heißt, wenn morgen Bayern spielen sollte, das weiß ich jetzt auswendig gerade nicht, aber wenn das der Fall ist, kontrolliert das und setzt eure Spieler drauf, falls sie sich verletzen. Man hat es gesehen am Wochenende. Ein Müller raus, ein Hummels raus. Ne, also da ist man nie sicher vor diesen Verletzungen. Deswegen seid da bitte auf der sicheren Seite und setzt die heute schon drauf, damit die morgen ein Angebot haben und ihr dann nicht noch weiter ins Minus fallt. Gut, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und fürs Supporten. Wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder. Bis dahin, euer Jamers. Bye bye und tschüss, Reno.